Wir machen heute mal eine Bierverkostung und dazu gibt es ein paar Chips. Zunächst widmen wir uns dem Bier. Das ist ein helles Vollbier, gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot von der Augustinerbrauerei München. Ein Lagerbier hell. Die Zutaten sind Wasser, Gerstenmalz und Hopfen. Gegründet wurde die Brauerei im Jahr 1328. Es ist die älteste Brauerei Münchens. Münchner Bier. Und das kann ich empfehlen, Augustinerbräu München. Mal gucken, wie es schmeckt. Ich denke, wir sparen uns das Einschenken. Sieht halt aus wie Bier, ne? Wie Apfelschorle. Ist farblich, denke ich, nichts Außergewöhnliches. Schmeckt gut. Nur schwierig, das zu beschreiben. Ich habe seit 3 Tagen kein Bier getrunken. Die Nuancen, die Unterschiede zwischen den Bieren zu schmecken, das ist, oder zu beschreiben vielmehr, das ist wirklich schwierig. Ihr kennt das, jedes Bier schmeckt anders und trotzdem kann ich nicht sagen, was es hier genau ist. Es ist auf jeden Fall süffig, ziemlich stark. Weiß gar nicht, was da drin ist. Das müsste ja irgendwo draufstehen. Ist halt so ein Export, ne? Eher süßlich. Bitter gar nicht. Es läuft gut rein. 5,2%, also wenn ihr das mal seht im Laden, probiert es einfach mal. Vielleicht schmeckt euch das. Mir hat es eigentlich relativ lange nicht geschmeckt, das Bier. So im Vergleich zu den Bieren, die ich sonst so trinke. Inzwischen habe ich mich dran gewöhnt und ich mag es sogar. Dazu gibt es Chips von Pringles, Sitzeln, extra Hot, Cheese und Chili Flavor. Ja, Pringles halt, die Zutatenliste guckt man sich besser nicht an. Knabbergebäck mit Käse und Chili-Geschmack, Zutaten Reismehl, pflanzliche Öle, Sonnenblume, Palm, Mais in verschiedenen Gewichtsanteilen, Kartoffelpüreepulver, Maismehl, Maltodextrin, Würzung mit Käse und Chili, Maltodextrin, Laktose, Milch, Speisesalz, Dextrose, Buttermilchpulver, Geschmacksverstärker und vieles mehr. Lest euch das selber durch. Künstliche Aromen, Hefeextrakt. Wie gesagt, man will es eigentlich gar nicht wissen. Pringles, eine Tochter der Firma Kellogg's übrigens, wer das nicht weiß. Und das Besondere daran ist, die sollen extra hot sein, mit 3 Paprikaschoten drauf. Und da wollen wir jetzt mal rausfinden, ob das wirklich der Wahrheit entspricht. Sitzeln steht da drauf. Cheese und Chili Flavor. Und hier kommen schon so Flammen aus den Chips raus. Also, die müssen es wirklich in sich haben. Ich bin jetzt sehr gespannt. Ja, wie immer bei Pringles, sehr, sehr würzig. Darum mag ich die auch fast am liebsten, weil die einfach super heftig gewürzt sind. Aber ich habe mich dann auch mal überfressen, eine Zeit lang mit verschiedenen Sorten. Und drum habe ich jetzt auch ganz lange auf Chips verzichtet. Ja, die pritzeln schon ziemlich auf der Zunge. Die sind schon scharf, die sind schon hot. Man schmeckt Cheese, man schmeckt Chili, so ein bisschen. Und das Ganze ist vor allem scharf. Also die Zunge brennt, die sind schon hot und super würzig. Ob sie jetzt extra hot sind, das weiß ich auch nicht. Ich kann mir die gut geben, mit einem Schluck Bier dabei. Wenn ich die jetzt pur essen würde, dann würde mir auch der Mund brennen irgendwann. Die sind schon scharf, aber so extra hot scharf sind sie jetzt auch wieder nicht. Insgesamt auf jeden Fall eine interessante Feierabendkombi, wenn auch sehr ungesund. Was haltet ihr davon? Was trinkt ihr gerne für Biere? Was sind eure Lieblingschips? Hinterlasst mir gerne mal entsprechende Kommentare. Abo oder Like, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst in einem anderen Video wieder. Bis dahin macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen und für euer Interesse. Schönen Abend. Adios.